Erstmal grüße ich aber meine Twitter-Freunde Zaretten und Ausbilder Schmidt. Ja, Jungs, ihr haltet mich aufrecht, ja? Ansonsten weiß ich nämlich nicht mehr, was ich machen soll. Diese Amadeo-Stiftung hat ja angefangen, im Netz auf Hate Speech aufzupassen und Leute anzuschwärzen. Können wir das auch auf Deutsch sagen? Ja, Hassrede oder Hassschrift, ja. Soweit war ich jetzt auch. Ja, wir sagen alle Hate Speech. Ich hasse es. Ja, wir sind hier in Deutschland. Sie hassen auch schon. Aber gut, es ist die heutige Zeit. Also, dass man ein bisschen bespitzelt wird. Man wird halt ein bisschen, ja, wenn Sie es so ausdrücken wollen, im Grunde genommen, ja. Also diese Amadeo-Stiftung, die sagt ja, wenn einer wir und die sagt so im Netz, dann ist das Hetze, ja. Gut, dann kann ich zum Beispiel hier nicht mehr sagen, wir brauchen mehr Frauen in Führungspositionen oder so. Wir, ja? Das ist ja dann Hetze, wenn ich wir sage. Ja, wir, die ist ja generell sehr gerne so ein Schubladendenken. Ja. Ja, man kategorisiert, man tut Gruppen zusammen, die eventuell gar nicht zusammengehören. Und die schreiben ja, aufgepasst werden soll bei Witzen und Satire, ja? Also wer Witze macht, oh Gott. Sie haben schon die Regeln der Amadeo-Stiftung schon verinnerlicht. Oh, freut mich. Sie arbeiten nämlich zufällig bei denen. Nee. Gut. Wo wollen Sie es denn hinmelden? Gehen Sie zum Polizeirevier? Nein, das können Sie dann melden, bei Twitter oder bei Facebook gleich melden. Genau, kann man auch machen, genau. Aber am besten anonym. Meinungsfreiheit, ne? Oder wie war das? Das steht auch drin. Wer Meinungsfreiheit fordert, ist auch ein Hate Speech. Ach so, okay, dann bin ich auch einer. Wo machen Sie denn Ihre Hassrede? Meine Hassrede bei meiner Frade haben. Da muss die Amadeo-Stiftung auch nochmal zugreifen. Das können wir machen, ja. Ja, gut, dass wir den Fußball haben, der von allem ablenkt, ja? Und jetzt ja auch ganz toll. Geht auch nicht mehr. Also Deutschland, also die Mannschaft ist Weltmeister. Das Thema der Woche? Ja. Schlechtes Fußballspiel. Ja. Was ist da schiefgegangen? Alles. Alles, ja. Die Hände gehören halt am Ball. Ja. Also da konnte sogar der italienische Schiedsrichter war da im Recht. Ja, genau. Ja. Gut, der Autokorso war diesmal nicht so groß, ja? Drei Renaults, zwei Peugeots und ein ADAC-Wagen, ja? Ganz süß. Die Buben haben sich wacker geschlagen und wenn dann alle Großen weg sind und die Kleinen alle rumhippen, ist wie im Leben. Man kann die Jugend nicht nur alle lassen, man muss noch aufpassen drauf. Und wie schamlos die Franzosen dieses isländische Hu, Hu, Hu geklaut haben. Noch nicht mal Ü, Ü, Ü gemacht, ja? Eine Frechheit. Ja. Ne? Geht gar nicht. Geht gar nicht. Deswegen müssen sie rausfliegen. Ja. Aber ist doch normal bei denen. Haben Sie in Marseille schon mal was im Auto liegen lassen? Siehste. Ach so, das ist Hate Speech. Oh, ja, sorry. Gar nicht. Ich dachte, die sehen aus wie ein Isländer, wären ein großer Fußballfan. Ja, und jetzt freuen sich trotzdem alle auf Sonntag. Alle gegen Ronaldo. Und sehen Sie, genau das ist Hate Speech. Alle hassen den, nur weil der ein bisschen auf sich achtet. Ja, er zelebriert sich ein bisschen zu sehr, finde ich. Ja. Grinsefresse. Ja. Ich rufe jetzt gleich mal die Frau Kahane an, da von der Amadeo-Stiftung. Die ist ja für jeden Tipp dankbar. Ja? Insofern frohes Schweigen am Wochenende und nicht vergessen bei der Grillfete, Nein bleibt Nein. Okay, bis dann. Ich gucke Ronaldo zu, aber ich jubel für Frankreich. Ja, genau. Sind wir getrennter Meinung. Ja, er Frankreich und ich Portugal. Wegen Ronaldo. Ja. Sagen wir noch Tschüss. Tschüss, schönen Tag. Danke. Ciao.